So, weiter geht's mit Wreckfest. Und ich habe mal wieder Bock auf ein Demolition Racing. Gucken wir, was wir hier so haben. Meine Autos. Ach, die sind natürlich nicht genehmigungspflichtig. Nee, nicht zu genehmigen. Naja. Gucken wir gerade, was wir mit so einer Robustheit reinhauen können. Ja, vor der Level 15, leg mich doch am Arsch. Ja, mit. So, können wir rein, ne? Hör mal, es ist. Wieso wollte ich mich verarschen jetzt gerade? Das kleine Ding hier muss ich jetzt fahren, oder was? Warte mal, ich hab doch bestimmt noch was. Es kann doch nicht sein, dass ich nichts passt. Ne, ich hab echt nichts passendes. Er hat eine Robusta von 1,0. Und ich habe ein Auto, was gerade rausgenommen, was 6,7 hat. Ah, leck mich doch im Sack. Witzig, der hat nüchtern Upgrades. Geil. Es wird witzig. Naja, wir müssen es halt machen. Los geht's. Gehen wir rein. Ins Match. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Dann starten wir. Es wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Also, wir haben keine Zielvorgabe, wir sollten auf jeden Fall weit vorne sein. Mit diesem Auto sind wir nämlich selbst mal gefahren, wo wir gegen die Busse gefahren sind. Bitte von mir. Ach, geh mir nicht auf die Nüsse. Ja, ich komm da vorbei. Das Problem, die Karre, die ist ein Dreirad. Ich verliere gerade alles am Plätzen, ne? Wir sind momentan nur auf 16. Ja, natürlich, wir dürfen. Hey, das ist doch abartig. Die wollen nicht nur, dass wir nicht vorbeikommen. Und da wollten wir da irgendwie mal eine Möglichkeit haben, eine Lücke zu finden. Und ich darf mal den RS nicht nehmen. Oh, der ist bestimmt zu robust oder so. Ah, der 6,7, das ist ja 1,0. Ach, verschwinde doch mal von mir jetzt, ey. Und jetzt 2 von 3, wir sind 22. Weil es nicht möglich ist, gerade irgendwas zu machen. Sobald die nur einer dran ist, ey, schau mal, 5 Mann, kommt mal noch hinterher. Und drückt mich dann noch. Also wir werden weit, weit weg von der Spitze sein. Ja,
Also weit, weit weg. Geh doch mal von mir jetzt aus dem. Also wir sollen nur irgendwo auf Platz 20, 22 liegen. Wir kommen momentan auch nicht mal in die Position irgendwie. Schade, dass ich mein Auto nicht nutzen dürfte. Das war 19. Ich weiß, dass du bald irgendwie nur anbrennst und dann in einen rein, leicht reingehst. Das war 16. Ah, jetzt hat sich gerade. Ja, vergiss es, Alter. Du hast gar keine Chance, irgendwo reinzukommen. Weil die dir direkt auf die Fresse gehen. Keine Chance, irgendwas zu machen. Der schießt sich direkt wieder weg. Geil, ich war 8. Und dann am Ende fahren sie alle vorbei an mir. Ach geil, ey, 22. am Ende, weil ich 8. war und der mich noch in die Wand drücken, so hauen musste. Unbedingt. Ey, weißt du, das ist meine absolut schlechteste Position. Ich war so schön mit da wieder mit daran an der. Hätte vielleicht ein paar Punkte mitnehmen können. Gar nichts. Nichts geholt. Ja gut, was willst du mit der Mühle machen, ne? Was willst du mit der Mühle machen? Ach, das ist nur so ein Turnier. Geil. Da fällt das ja schon gut aus, was so weit hinten hin. Ich habe dann immer die Teile dafür frei. Und dann musst du mit so einer Kutsche antreten, ne? Aber ich, das ist gerade abartig. Die wollten nur auf die Fresse. Die wollten, sobald du irgendwo dran bist, bam, 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 mit 5 Mann nicht rein und so, ey. Aber okay, ist halt so. So gerade. Die holen jetzt für dieses. Och, ernsthaft? Hätte man durch dürft auf freien Feiern. Naja. Naja, gucken wir mal, wie weit wir noch nach vorne kommen. Ich glaube nicht, dass wir viele Punkte holen. Ja, verschwinde doch mal von mir. Boah, Alter. Nein, ich will nicht. Hau ab. Der nächste, der meint, komplett in die Seite zu semmeln, ob es auch das Auto fängt. Wenn ich fahre ein scheiß Dreirad, wenn ich ein Vierrad hätte, mehr Stabilität, ne?
machen. Ich habe gar keine Chance, weil der eine mich sofort als einen Spielball nimmt. Die ganze Zeit, ey. Fahr nicht vorbei. Ja, in Ordnung, wir sind 12. geworden. Erste Rennen nur 22. geworden. Achso, wir müssen uns zurücksetzen, damit wir letzter sind. Damit wir wieder komplett in dem Feld drin sind. Das bringt doch nicht, wenn ich ein Auto rausnehmen muss, bis 6,9er Wertung hat in meinem Tuning und dann am Ende sagt. Und dafür so eine Gurke da reinsetzen darf. Mit dem Motto, du darfst nur auf den Grün fahren, du darfst gar nicht Gras zurück. Das ist doch, wer muss sowieso nicht mehr. Da schiebt sich der nächste in die Wand. Kritischer Schaden. Die nehmen nicht so mit, wie sie können, Alter. So kurz vorm Ziel hauen sie dich nochmal raus. Mein Gott, 12 ist es nur am Ende, aber... Ey, das ist doch nicht wahr. Du bist im Mittelfeld, du bist 6., 7. und kriegst da noch einen schön mit, weil sie dich doch nochmal mit allem Mann wegdrücken müssen. Krass, ey. Du hast gar keine Chance, irgendwas zu reißen. Null Komma null 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 Chance da irgendwas. Beende das Rennen auf Platz 1. Wie soll ich auf Platz 1 beenden? Sobald du Platz 6 bist, hauen die dich so weg. Und ich hab ein scheiß Dreirad, Alter. Das Ding hat gar keine Stabilität. Naja. Okay, dann weiter. Aber Tune ist ja nicht erlaubt. Absolut unfair. Definitiv absolut unfair. Haut euch mal selber weg, aber es gibt. Hau ab von mir, Alter! Geh mir nicht auf den Sack, du Idiot! Ja, klar, dass du da. Bam, 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 da scheppern sie hinten alle hinter mir in die Betonwand rein. Wir sind neun hinter mir dran. Aber ich hab hier diese scheiß komischen Hotdog oder wie der heißt da. Guck mal da! Jetzt zieht mir so ran! Ich hab keine Chance, mich irgendwie zu wehren. Hau ab von mir jetzt endlich! So, das noch!
Ich dachte, das ist, dass wir normal vorbei können. Nein. Ja, lass mich in Ruhe. Ja, Geschwindigkeit so, fick dich doch, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, geil. Die gehen einem nur einmal auf die Fresse, das bin ich. Das ist genau das, was ich meine. Man muss quer über die Strecke fahren, um eine irgendwie nur in die Wand zu scheppern. Gott, Alter, ja, was für ein Held, ey. Da kriegst du ja noch Lust, noch weiterzufahren. Also, dass man normale Rennen fahren kann, muss man nicht. Ich meine, es ist ein Demolition Race, aber. Boah, ist das abartig, was die da versuchen. Du hast gar keine Chance mehr, du kriegst. Das. Dings ist deaktiviert, du kannst nicht mal tunen. Jo, du bist ein Held. Ich darf nicht mal nicht irgendwo weiter vorrutschen, weil du auf die Fresse kriegst. Ich kann diese ganze Tür nehmen. Ich würde gerne dieses Rennen. Das Turnier ist sowieso gegessen. Vor dem rechten Vorderrad ist beschädigt. Das Ding hat ein Mittelrad. Hau ab damit, ey. Und was für ein Vollsparte. Ja, dann wird's halt letzter. Who cares? Hab das jetzt endlich, mich wegzurammen. Ach, ich werd doch stehen, ey. Raus. Wo ist ein 22. absolut abgeschlagen. Jetzt wird es mit dem Möhre auch erwarten. Da wollten sie dir nur auf die Fresse geben. Da ging es nichts anderes darum, als nur dir auf die Fresse zu geben. Ich habe noch nie mal was gemacht, ey. Du kannst es machen. Du hast eine Amateur-Karo, die haben also hochgezüchtete. Wir hauen dir nur auf die Fresse, aber gut, wie gesagt. Ja, Finale. Aber wie gesagt, das, auch das wird, ist halt einfach so, gerade dass es nicht. Naja. So, dann versuchen wir das jetzt im Finale nochmal irgendwie was mitzunehmen.
Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich schwierig werden. So, darf ich mir irgendwie mal was tunen? Nein, das ist, Tuning ist ja noch. Ach, es sagt dazu gar nichts. Also ich finde das Ding hier eigentlich quasi komplett verschenkt, weil du einfach nichts machen kannst. Also sobald du irgendwie in die Nähe kommst, wirst du von allen irgendwie noch weggehauen. Das Hauptsache, du kannst nichts machen. Hey, wir sind ja mal weit vorne. Was ist los, Spiel? Wollt ihr nicht nur noch. Genau, da, der Gravedigger. Der ist doch nötig hart. Hau ab von mir jetzt endlich mal! Geh mir nicht auf den Sack mit deinem Scheiß, ey! Jo, Mädchen, du bist der Held des Tages! Unbedingt da noch versuchen wegzuschießen. Das ist meine volleste Killer-Bee. Aber. Patsch! Weg damit, ey! Also, ich hab dich jetzt nicht. So, den Penner da vorne, den muss ich mir irgendwie noch holen, aber mittlerweile scheinen sie mir echt auf den Sack zu gehen. Oh, da vorne ist der Skyline. Nein, hau ab von mir! Kern, das war fast klar! Ja, Geiseline Ted, mein Gott! Ey, was für ein Typ, ey! Was für ein Typ die ganze Zeit. Hauptsache, du hast das Scheißding vorne, dann musst du irgendwie noch sich davor drücken. Die ganze Zeit rechts, links. Hauptsache, alle anderen müssen vorbei, nur du nicht. Ich war Zweiter, ich hätte die Chance gehabt, das Ding zu gewinnen, ey. Kriegt er doch von den anderen. Da kommt doch noch so ein Lackaffe, der mich die ganze Zeit da wegdrückt. Ich habe das Gefühl, dass sie alle nur auf mich gegangen sind. Nicht mal auf sich nicht gegenseitig weggerammt. Nein, nein, die mussten mit der gesamten Gruppe auf mich drauf. Also ich fand das Rennen jetzt ein bisschen unfair. Tut mir leid. Kriegt mich jetzt gerade. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Weil du dann einfach nur Rennen und einfach Punkte verschenkt haben, du. Verschenkt hast. Der hat totale Punktzahl. 52 Punkte. Hier in Position 19. Also die echt. Ach, keine Ahnung. Naja, egal. Wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffentlich ein bisschen erfolgreicher.